Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Hier ist hier euer Icy Storms oder auch Dessisch Günther im Moment überall vertreten. Ich begrüße euch zu einer Runde Climb the Ladder quasi bei Rocket League. Ja, wir knüpfen mal an die guten alten Climb the Ladder Zeiten oder Rule the Ladder war das ja eher Zeiten an und versuchen das mal bei Rocket League ab und zu mal ein bisschen durchzusetzen. So ein kleines Projekt, was nebenbei ein bisschen läuft. Ich habe einen neuen PC gekauft, also ich kann ein bisschen besser das Ganze aufnehmen. Hier seht ihr einmal mein Auto. Falls ihr wissen wollt, was das ist, ich zeige es einmal ganz kurz. Das ist einfach nur der Zippy aus dem Battle Revenge Upgrade oder wie es hieß. Ich weiß nicht mehr genau. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Revenge of the Battle Cars oder sowas. Irgendwie sowas. Genau. Ich habe ein bisschen veränderte Kameraeinstellungen. Wenn ihr die wissen wollt, dann könnt ihr auch nochmal reinschreiben. Und ja. Ich würde sagen, ich starte einfach mal. Ich spiele auf jeden Fall 2 gegen 2. Ich habe vorhin schon ein bisschen 3 gegen 3 gespielt. Das lief so, naja, sagen wir eher etwas problematisch. Ja. Fuck. Oh, schönes Ding. Oh! Da war auch wieder der Rechtsklick am Start. Nee. Nee, er haut ihn raus. Nein, so schön gespielt. Nein. Eishook. Meine Chance, Idiot. Oh! Oh! Oh, lol. Ey, das ist nicht mein Ernst heute, Alter. Das ist... Oh. Oh, schön. Oh. Nein. Oh. Nein. Das fällt mir nicht mehr ein für mein Gewissen. Oh, der war schön. Halt dein Maul! Du Idiot, Alter! War nicht ganz so stark. Out! Wollen wir mal sehen, was wir jetzt hier leisten können. Auf jeden Fall auf geht's hier mit The Thunder. Ich gehe jetzt mal als erstes für den Boost jedes Mal. Oh, schöner Clash von ihm. Oh, er haut ihn direkt rein. Alles klar. Das scheint mir einen so guten Teammate rauszuhauen. Junge, das hat er schon ziemlich gut gemacht. Kann man mal so machen. Und ja, ich versuche halt einfach mal jetzt ein bisschen hier zu climben mit der Serie. Alles klar, direkt das nächste Ding rein. Oh Junge, der hat mal einen steilen Wagen. Wie sieht der geil aus? Der andere Typ da. Ich bin jetzt auf der Elo ungefähr bei 600, würde ich sagen. Das ist glaube ich 660 oder so. Oh, wo ist mein Mate? Oh, gut, das hat's geschafft. Und ja, das Ziel ist ja hier erstmal, dass wir uns am besten ganz gute Kommunikation schaffen. Das heißt, ich versuche mal ein bisschen rauszufinden, wie er spielt. Und er hat erst den nächsten Deck direkt rein, ey. Alles klar. Guter Pass. Guck mal, die sind schon wieder am Flame da oben. Ihr könnt es ja jetzt nicht sehen, aber... Oh ja, ich
Nehmt gerade auf, Brudi. Ich kann gerade nicht. Aber ihr könnt nicht sehen, aber oben schreiben die gerade schon wieder guter Pass und so. Vielleicht stelle ich die Kamera am nächsten Mal auch nochmal ein bisschen anders. Oder ist auch drin? Ne, ist er doch nicht. Schade. Macht er gut. So. Ein bisschen gerade schießen sollen. So, erstmal klären den ganzen Rotz. Dann können wir ja wieder von vorne anfangen. Ah, fuck, die hätte ich holen können. So, machen wir erstmal Def. Oh nein. Die haben ihn einfach nicht reingehauen. Wie lucky war das denn? Nein, da hätte ich nicht auch noch hinfliegen sollen. Das war ein bisschen greedy von mir gerade. Da war in die Mitte gehen sollen. Den habe ich safe. Nein, das war zu wenig Drift. Ja, auf jeden Fall wichtig ist, dass wenn ihr irgendwie Aerials fliegen wollt, dass ihr euch einen der beiden Rechtsklicke aufhebt, sag ich mal. Damit ihr noch korrigieren könnt in der Luft. Ich konnte es bis jetzt noch nicht zeigen, aber ich. Oh, Junge, ist das gut. Der ist halt schon ziemlich gut, der Typ. Guckst du euch an, ey. Also für 600er Elo finde ich jetzt schon nicht so übel. Manchmal bin ich hier auch noch ein bisschen. Also es kommt irgendwie drauf an, ich finde der Unterschied ist schlimmer als irgendwie. Ist ungefähr so vergleichbar mit den Globals bei CS hier. Manchmal können die einfach übel gut fliegen und sind richtig gut. Manchmal kriegen die es halt nicht mehr gebacken, so flache Dinger irgendwie vernünftig einzuschätzen. Also irgendwie. Ich bin da mal ein bisschen unschlüssig. War das gut, ey. Zack, zack. Junge, das ist ja schon ziemlich schön gewesen. Alter Schwede, ey, wir nehmen die ganz schön auseinander. Kann man wohl so sagen. Oh! Okay, und dann hau ich so einen raus, ey. Ist immer, wenn man es sagt. Oh, das war auch schön von ihm. Aber Zander hat aufgepasst. Oh. Eine Minute noch viel noch zu spielen, ey. Das ist ja krass. Ja gut, ne? Was soll ich da groß sagen? Wir ritten die halt ganz schön ab. Also dieser Zander ist halt eben doch ziemlich gut. Okay, sie hat die Aufgabe. Schönes erstes Game.